Ja, jetzt gibt's wieder den neuesten Hack im wahrsten Sinne des Wortes. Den Kokosnuss-Hack mit drei Schlägen die Kokosnuss aufmachen. Ihr seht, wie es heute klappt. Ich versuche die Kokosnuss mal hier so liegen zu lassen, weil die sonst nicht mehr im Fokus ist. Ich habe die Kamera auf dem Stativ. Ich versuche jetzt hier mit dieser Kante sozusagen hier zu treffen. Und dann so ein Dreieck da reinzuhauen. Also erstmal einfach so. Das war leider ein bisschen. Ich habe es mir schon ein bisschen gedacht, weil dieses ist so hoch. Da haben sie nicht reichlich genug geschält. Da muss man quasi jetzt nochmal ein bisschen kräftiger hauen. Und sehr so. Ich hoffe, die Kamera wird nicht voll gespritzt. Das war schon ganz gut. Jetzt müssen wir noch zwei weitere Mal. Also dann ungefähr so und so nochmal. Ich hoffe, das klappt jetzt. Ja, könnte klappen, ja. Und jetzt mit Schmackes nochmal. Bisschen Schwung und Schmackes. Muss man ein bisschen den Stiel weiter hinten anfassen, damit man sich nicht die Finger dann einklemmt hier. Und nicht ganz. Bisschen daneben gegangen. Ja, das war, glaube ich, guter Treffer, ja. Sehr gut. Ja, wieder mal, ich glaube, es waren wieder mal 5 Schläge, wie beim letzten Mal. Aber eigentlich, wenn man richtig getroffen hätte und richtig mit Schmack ist, dann hätte man es mit 3 Schlägen geschafft. Ja, das wäre es. Hier immer das Messer dann, wenn ihr es benutzt habt, so ein, wenn ihr so ein Rost, also mit so einem rostempfindlichen Stahl, mit so einem normalen Stahl macht, dann am besten das Messer gleich direkt trocken machen. So ein bisschen Kokosnuss, so ein Öl oder so eine kleine ölige Schicht oder so, die bleibt da eventuell. Die ist dann sogar ganz gut wahrscheinlich, um das Messer so ein bisschen vor Korrosion zu schützen. Aber wenn ihr das Wasser komplett drauf lasst, dann ist das, glaube ich, nicht gut für den Stahl. Und dann wird der so, ja, dann rostet der halt. Gut, ja. Dann kann man jetzt hier einen Strohhalm reinstecken und genüsslich das dann auszufüllen. Und wenn man dann fertig ist, dann schlägt man das Ding mit Karacho am besten so tschack einmal in der Mitte durch, am besten mit einem Schlag. Kann man es noch ein bisschen nachhelfen, so auseinanderreißen. Und dann kann man es mit dem Löffel so essen, hier dieses Zeug hier. Das kann man dann abschälen mit dem Löffel. Okay, das wäre es dazu. Der Kokosnuss-Hack. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.